Absolut. Im Wiesentgehege Haderhausen gibt es Insekten zurzeit noch reichlich, denn die Gegend ist ein nahezu ursprünglich belassenes Naturidyll. Dort forschen seit Jahren zwei Insektenforscher. Einen davon haben Sie im Film eben schon kennengelernt. Am Samstag hatten die beiden zur Nacht der Insekten geladen, denn da gibt es viel Spannendes zu entdecken. Sogar Pferdeäpfel geben interessante Auskünfte, wie Sie uns vorher gezeigt haben. In Pferdemist zu wühlen, das kostet normalerweise wohl einiges an Überwindung. Bei Patrick Urban, Käferforscher aus Bielefeld, löst es in diesem Fall sogar Hochgefühle aus. Sie sehen hier schon wunderbar die Einstichlöcher. Das heißt, diese Käfer durchlöchern den Dunghaufen komplett. Und damit kann eben auch Luft einströmen. Mit seinem Kollegen Werner Schulze, der die halbwilden Tarpane auf Abstand hält, erforscht der 31-Jährige seit über 2 Jahren die reichhaltige Insektenwelt hier. Und Sie sehen, das ist nicht nur einer, das sind ganz schön viele. Und in so einem intakten System, wo die Tiere zum Beispiel keine Wurmkuren kriegen in Form von Ivermectin, da finden wir dann noch so eine reichhaltige Dunkelkäferfauna wie hier. Werden die Tiere behandelt, finden wir eigentlich kaum noch Arten an Dunkelkäfern. Bis zu 1000 Käfer von rund 35 verschiedenen Arten tummeln sich in diesem Dunkelhaufen. Die machen eben ganz, ganz essentielle Dinge. Wenn jetzt hier so ein Pferdehaufen einfach auf dem Boden liegt, passiert erstmal mit dem nicht viel, außer dass der verrottet. Die Pflanzen haben da nichts von, die können die Nährstoffe auch nicht aufnehmen, weil die noch gebunden sind. Und das heißt, die müssen erstmal aufgespalten werden, sodass die überhaupt in den Boden von den Pflanzen aufgenommen werden können. Und das machen eben die Käfer. Die Tarpane leben im Wiesentgehege Haderhausen, einem 170 Hektar großen Areal im Hammerbachtal. Hier leben auch seit über 60 Jahren Wiesente weitgehend wild. Der ideale Platz für die Insektenforscher. In diesem Tal gibt es keine Straße. Hier gibt es keine künstliche Beleuchtung in der Nacht. Hier gibt es keine oder nur sehr geringen Einsatz von Pestiziden. Der Wald mit den Wiesenten ist eben was Besonderes. Keine Forstwirtschaft, absichtlich nicht. Und in Teilen sieht er eben so aus, wie ein Wald früher ausgesehen hat, in dem es große Säugetiere gegeben hat. Und deshalb leben hier auch besonders viele Insekten. Die Forscher haben heute zur Nacht der Insekten geladen. In dieser Lichtfalle soll sich bei Dunkelheit alles sammeln, was durch die Nacht schwirrt. Die Forscher hoffen auch auf einen bestimmten Schmetterling. Mormo Maurer? Meinst du, der kommt hier? Der ist so selten, aber er kommt in der Region immer wieder einzeln vor. Wäre natürlich ein Knaller. Bei fast idealen Wetterbedingungen kommen gegen 9:30 die Gäste. Man merkt, es ist noch nicht so wirklich kalt. Ich kann hier noch relativ entspannt im Hemd stehen. Und es ist noch relativ feucht. Das heißt, feuchte, relativ warme Luft, das mögen Insekten ganz gerne. Und ich denke mal, dass wir heute einen relativ guten Anflug kriegen. Um 9:45 ist es dunkel genug. Zeit für die Lichtfalle. Und die Insekten kommen. Ach, da oben? Nee, da unten. So weit. Okay. Was war das jetzt? Das war jetzt auch ein Dunkelkäfer, und zwar denselben, den wir heute Nachmittag mal gesehen haben. Das war Aphodius ater, dieser kleine Schwarze. Das Ganze erinnert irgendwie an einen Kinobesuch, nur ohne Film. Hier ein Hauptdarsteller. Patrick Urban hat noch eine Lichtfalle aufgestellt. Zu jedem Insekt gibt es eine Geschichte, auch zu dieser Schnake. Für Fledermäuse ist gefundenes Fressen. Ein Kollege von mir, der mit Fledermäusen ein bisschen intensiver arbeitet, der sagt immer, das ist wie eine Bratwurst. Ne? Flügel ab, Beine ab, bleibt in der Mitte so eine Wurst übrig. Perfekt. Es ist schon faszinierend, was man so abend hier sieht an den Insekten. Aber damit könnte bald Schluss sein. Stichwort Insektensterben. Sie verschwinden einfach, sie pflanzen sich nicht mehr fort. Und das ist ein weltweit zu verbuchender riesiger Rückgang. Und das heißt, alle Dinge, die die tun, damit diese Welt intakt bleibt, die gehen dadurch eben zurück. Und das können wir Menschen nicht auffangen. Wir alle müssen also etwas tun. Das ist den Besuchern heute Nacht klar geworden. Wenn Sie mal wieder was Schönes vorhaben möchten, dann gucken Sie jetzt bei unseren Veranstaltungstipps und Terminen genau hin, denn wir haben wieder eine bunte Mischung für die nächsten Tage für Sie zusammengestellt. Bitteschön.